Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Terranigma von Shadowlorn. Ja, beim letzten Mal, als wir uns hier getroffen haben auf YouTube, haben wir ja den Norfester Wald endlich hinter uns gelassen. Der Wald war wieder beschissen verwirrend. Ja, und jetzt befinden wir uns hier in Storkholm. Und argt natürlich erstmal, was ist das? Weil, wenn man genau hinhört und genau hinsieht, erkennt man schon, dass da irgendwas faul ist. Denn wir mal rausfinden, was es jetzt ist. Denn wir jetzt mal rausfinden, was es ist. Aber leider macht man Remulator gerade ein paar Mucken. Ah, geht doch. Hier sieht es genauso aus wie in meinem Dorf. Wie in meinem Heimatdorf. Ja, wie aussieht, haben wir gerade eben das Christa der Oberwelt entdeckt. Es gibt eine Melina in der Oberwelt. Also wird es wahrscheinlich auch ein Christa in der Oberwelt geben. Aber wie kann das sein? Also, da bin ich echt selber überfragt. Irgendein Depp hat mir das ja versehentlich gesagt. Einer meiner netten Kollegen. War natürlich erstmal so, jetzt habe ich es natürlich jetzt gesehen. Und ich kann es mir nicht erklären. Was hast du? Du bist plötzlich losgerannt. Alles genauso wie bei mir zu Hause. Kaum zu glauben. Diese Dörfer sehen doch alle gleich aus. Ist nicht bloß ein Zufall? Er sieht nicht nur ähnlich aus, es ist absolut identisch. Du musst nicht so laut schreien. Denk nach, doch weiß ich nichts alles über dich, Ark. Ja, da hat meinen recht. Also, eigentlich weiß man eigentlich so gut wie nichts über Ark. Er könnte genauso gut irgendwie Pädophiler sein. Bäh, ich hab dich jetzt entführt. Was? Eine Runde wilder Wölfe! Ark, sie verfolgen uns, was sollen wir tun? Die sehen aus, als ob sie Appetit auf uns hätten. Sollen wir flüchten? Moment mal, ich hatte eine Idee. Die Helmeslocke wird es, glaube ich, nicht bringen diesmal. Waffen, Bibliothek, Rüstung. Waffen. Da hatte ich doch was. Silberspeer. Mal sehen. Schickt Wölfe in die Flucht. Ha, sehr schön. Es ist ein Quest-Item, würde ich sagen, aber die brauchen wir. Oder? Doch nicht. Ah, lass dir was einfallen. Und jetzt? Moment mal. Und was macht man jetzt? Moment mal, versuchen wir nochmal. Vorbeischleichen kann ich jedenfalls nicht. Das ist natürlich ein bisschen doof. Was hilft gegen Wölfe? Ja, das ist ein Fall. Das hat ja ganz getan, Fräulein. Gucken wir mal unsere Rüstung. Vielleicht haben wir da was Interessantes. Nicht mehr. Scheiße. Versuchen wir mal, vielleicht. Nur vielleicht, ist ein bisschen vage, aber vielleicht die Titanium-Weste. Vielleicht, ist ein bisschen weit hergeholt, aber. Versuch ist es wert. Ich mein Gott, wir haben schon ein paar Sachen da erlebt, die können total weit hergeholt gewesen und dann doch funktioniert. Das auf keinen Fall, ne? Nee. Jetzt habe ich mich nur nicht gleich vom Gegner treffen lassen, ansonsten könnte es böse enden. Das Geld ist mir in dem Moment auch ziemlich egal. Ich könnte mal versuchen, durch die Tür durchzugehen. Ne, da machen die Wölfe nicht mit. Aber ich finde schon merkwürdig, dass sie uns nicht auffressen. Ja, lass du dir mal was einfallen, du blöde Kuh. Hier soll ich die ganze Arbeit hier machen, oder was? Ist das hier für eine Aufteilung hier? Schon mal was von der Frauenquote hier gehört, hier. Ja, dann tu mal was dafür. Himmel, Herrgott, nochmal. War die Emanzipation etwa für die Katze, oder was? Zweimal Kettenhemd, oh Mann. Ja gut, okay. Jungs, Leute, in diesem Part wird es großartig darum gehen, herauszufinden, wie man diese scheiß Wölfe los wird.
Wahrscheinlich habe ich irgendwas in unserer Festerfahrt übersehen. Wie so häufig. Scheiß Wölfe. Warte mal, von hier sind wir doch gekommen, oder? Ja, vielleicht ist ja da unten irgendwas. Na gut, da schon mal nichts. Das sind so Bergs. Das sind wirklich Bergs, Leute. Das weiß ich jetzt schon. Daneben. Das wird so richtig, das wird mich so sowas von richtig schön ankotzen. Das weiß ich jetzt schon so sicher wie das. Das weiß ich jetzt schon so sicher wie das Arm in der Kirche. Dann gehen wir mal hier hin lang. Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht. Gut, ein Kristall. Ah, geil, ein Kristall. Sehr schön. Jetzt hilft mir aber nicht wirklich weiter, glaube ich. Sonst irgendwas hier? Scheint nicht so. Kruzifix! Ich bin ziemlich sicher, dass ich wahrscheinlich irgendwo irgendwas vergessen habe. Level up, sehr schön, Level 22. 22 erreicht. Steigt um 13 KP, Stärke steigt um 2, Abwehr steigt auch um 2 und Glück steigt auch um 2. Oh, ist doch ganz nett. Ja, aber das sind wir leider nicht. Aber ich glaube, dieses eine Level up wird mir nicht weiterhelfen. Wenn doch, wäre irgendwie strange. So nach dem Motto, bist du schwach, du kommst hier rein. Ja, dazu ja sowieso schon. Ist auch ziemlich unfair. 6 Löffel gegen 2 Menschen. Ne, ich habe wahrscheinlich irgendwas richtig schön offensichtliches, richtiges Gemeines in Nordfesterwald übersehen. Oh je, das ist wieder ein böser Leck. Och, Mann, ich leck wie in letzter Zeit viel zu viel. Das ist nicht gesund. Nicht gut für. Autsch. Für Ark. Und für meine Let's Plays vor allen Dingen. Oh, ist das doof, ey. Ist das doof. Was hilft gegen Wölfe? Hier ist eigentlich überfragt. Was ist gegen Wölfe, was gegen diese Wölfe helfen könnte? Vielleicht ein gutes Steak. Eine Verstärkung in Sicht. Nee, darunter kenne ich auch nicht. Aber gut, Steak hat schon viel, hat schon oft genug geholfen. Obwohl, wir reden hier von einem relativ genial ausgeklügelten Brücke. Von einer genial ausgeklügelten Brücke, nicht von einem genial ausgeklügelten Videospiel und nicht von irgendeinem zweitklassigen komischen Film, wo eigentlich die Hälfte von dem, was da passiert, überhaupt gar keinen Sinn macht. Na gut, also hier ist eigentlich genau das gleiche. Oh, da ist der Kristall. Den muss ich wohl letztes Mal übersehen haben. Leider hilft der mir auch nicht weiter. Es sei denn, die Wölfe sind am neuesten die Kristallfresser. Da hätten sie aber jetzt recht ein Problem, weil es in der Welt irgendwie selten für Kristalle vorkommen. So, Fledermaus auch erledigt. Oh Gott, das kotzt jetzt immer so richtig fein an. Ich muss irgendwo irgendwas übersehen haben. Das weiß ich doch jetzt schon. Hier haben wir Mailin aufgegabelt. Das ist so doof. Ich stehe schon wieder auf dem Schlauch. Okay, Leute, ihr wisst ganz genau, was das heißt. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich stehe auf dem Schlauch. Die Wölfe wollen mich fressen. Was können denn die so vergessen? Doch weiß ich nicht, wie sie das hinbekommen, dass sie es nicht mehr wollen. Okay, ich glaube, hier war ich nicht. Oder? Ich bin mir sicher, aber ich glaube, hier war ich nicht. Oder? Nee, doch war ich. Irgendwann werden mir die Strophen ausgehen für mein Ich stehe auf dem Schlauch-Song, aber. Aha! Was sagen wir denn jetzt dazu? Hundepfeife. Yes! Ein bisschen Rückensuche hilft meistens schon weiter.
Okay. Ich habe gesagt, ich habe wieder irgendwas hier vergessen. Weil es immer das ist. In meinem Fall zumindest. In dem Fall ist es sogar gut, dass ich recht gehabt habe. Normalerweise heißt es ja, wenn ich recht habe. Obwohl, ich hatte eigentlich Unrecht, weil ich gedacht habe, ich wäre da schon gewesen im Gebiet. Also hatte ich eigentlich auch Unrecht. Und ich werde wieder gerostet hier. Ich hätte gerne einmal Arc Spezial. Tut mir leid, geht leider nicht. Wieso denn nicht? Weil dieser Arc eine Hundepfeife besitzt. Oh! Was wir aber ankündigen werden könnten, wäre ein Meilen Deluxe. Leider ist das mit dem Arc Spezial verbunden. Das werden jetzt die Wölfe denken. Ihr Pissnelken hier. Okay, ich bin wieder vergiftet. Fängt mir wieder super an. Na gut, es fängt nicht super an. Also ich will ja schon ein bisschen wieder machen. Fängt super an. Schon an 9 Minuten, schon mal über 10 Minuten an aufnehmen, fängt super an. Bäh, klar. So, in dem Part haben wir da wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ich werde dann noch ein bisschen in Nordfesta. Stockholm natürlich meine ich jetzt. Oberwelt Christa, wie soll man das? Ja, das heißt Stockholm und es bleibt in Stockholm. Ich werde dann ein bisschen in Stockholm und ein bisschen umsehen, aber ich glaube, so viel werde ich heute nicht mehr machen. Nee, da oben. Hat er doch schon ein bisschen arg lang gedauert, bis ich überhaupt aus dem Trichter gekommen bin. Vielleicht ist ja noch was im Wald. Ich bin erstmal viermal in der Stockholm reingerannt. Erstmal zählen, wie oft ich gefailt, erstmal wieder aufsehen, wie oft ich gefailt habe. Na gut, aber wirklich fake kann man sich nicht. Man kann es ja versuchen. Dass mein Ende falsch liegt, ist ein Ende, ja, was man ja auch erst dann, wenn es passiert ist, nicht? So. Diese komischen Wassergeister. Wolfi Wutti. Wolfi Putti. Wölfchen ist Putti Putti. Dieses Wäldchen ist auch kaputt, aber verseucht Agma eben mal wieder. Ah, na gut, ich habe mir Gegengifte Massen gekauft, direkt zu Anfang des Spiels. Ein Ende hat sich ja doch gelohnt. So, Gegengift, der Wirk wurde geheilt. Und möchtest du das auswählen? Jawohl, ausgerüstet. Was sagt er schon? Beruhigt Wölfe. Also noch offensichtlich können sie eigentlich nicht machen, oder? Ist das schon klein, ist das schon der gut bekannte Wink mit den Zaunpfahlen? Naja, ich kenne ein Spiel, da nennt es jemand wortwörtlich. Obwohl, der lädt einen Elektromast. Und der winkt auch nicht damit. Warte mal, da war ja der Kristall. Da bin ich jetzt falsch abgebogen. Vielleicht braucht auch Ark Navi. Für möglich, bitte wenden. Sie haben ihr Ziel fast erreicht. So. In 500 Metern geradeaus haben sie ihr Ziel erreicht. Shadowlawn, das Navi. Ich könnte es mal versuchen. Wäre eine gute Karrierechance mit Aufstiegsmöglichkeiten. Spaß beiseite. So, Stockholm. So, ihr Wuffis. Jetzt kriegt ihr mal die volle Dröhnung hier. Arc-Produktion, der Pfeife. Arc. Kaum zu glauben, Arc. Die Wölfe verziehen sich. Ey, komm. Mädel. Ich bin nicht so dumm, wie ich aussehe. So, wollen wir erstmal gucken hier. Melinas Haus? Okay. In dem Haus gehört sie früher also mir. Ah, die Truhen sind auch wieder besetzt. Und hier gibt es eine Wunderknolle und. Porträt. Und das brauchen wir, um Melina mir zum Sprechen zu bringen. Da gehe ich jede Wette mit ein. Das ist ja mehr als offensichtlich. Ein Porträt der Familie Melinas. Ich bin ein wenig neidisch. Sie sehen sehr glücklich aus. Ja, Melina hätte ihre Eltern im Krieg verloren. Nina wirkt heute ganz anders. Naja, kein Wunder, sie ist als Prinzessin aufgewachsen. Arg, ich könnte Melinas Eltern vor ihr erscheinen lassen. Genau wie in Loran. Auch da schuf ich diese Illusion. Solange da wieder keine Zombies mit explodierenden Köpfen auftauchen, kannst du es gerne machen. Wenn sie ihre Eltern sieht, wird die Prinzessin sehr glücklich sein. Doch ich tue es nur, wenn du sie für immer vergisst. Ey. Na gut, sei nicht die Rede von welcher Melina. Die Oberwelt-Melina vergesse ich meinetwegen gern. Aber, Moment mal. Oh, bildet sie. Hat bei denen sich einfach ein bisschen arg verschossen? Och, ist der süß.
Das heißt, Momentchen mal, ich habe da eine Idee. Ich befreie jetzt nochmal Fluffy. Okay, ich habe es jetzt schon vergessen. Dann schauen wir noch ein bisschen hier um. Axt. Hä? Mal denn? Interessant, ich folge mir nicht ins Arktzimmer. Wäre doch gewesen, der Koch doch kochen wir, ey. Das wäre es echt doch gewesen. Okay. Okay, nächster Versuch. Also entweder war ich zu weit weg oder es geht nicht mehr. Noch einmal. Ungefähr hier. Hier ist aber... Nö, geht nicht. Schade. Ich hätte gerne nochmal Fluffy befreit. So, dann schauen wir uns noch ein bisschen weiter hier in Stockholm um. In Christa der Oberwelt. Oh, der Wolf, Wolf hielt nur. Der Verschirrscher kaputt sein, öffnet sich nicht. Die beiden Läden tun sich nicht mehr auf. Warum kommt denn sogar der rechte Kürbis ist doch da? Du willst deinen Kürbiskopf, der aussieht wie... Aber anscheinend reagiert er nicht. Nee, das wär's auch gewesen. Deswegen können wir gleich an. Die Tür scheint kaputt sein und öffnet sich nicht. Wir sind über noch wieder. Das Stockholm gehört jetzt den Wölfen. Moment mal. Das war das Haus der Weber. Ich wüsste gerne, wie es mit Mila geht. Ark, was ist los? Ich denke daran, dass ich meine Stadt zurückließ. Ark, du hast Erinnerungen an Orte, die ich gar nicht kenne. Dafür habe ich Erinnerungen, von denen du nichts weißt, Ark. Willst du was davon erfahren? Mylin, dafür scheint mir nicht die richtige Zeitpunkt zu sein. Schon gut, es interessiert dich nicht. Ach Mensch, Ark, du Idiot! Okay, nochmal dieselbe Cutscene. Ich denke da. Boah. Ah, du bist so ein Depp. Du Depp, du. Aber ich sehe gerade die Wölfe. Die stehen an denselben Positionen wie die Bewohner vom Unterwelt, Christa. Ob es da eine Verbindung gibt? Sind die Leute aus der Unterwelt wieder in den Wölfen wiedergeboren worden, haben deswegen diese Stadt belagert? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins. Es ist nicht mal so harmonisch, idyllisch, wunderschön. Jetzt kann ich nicht mehr kotzen und da ist schon wieder ein sprechender Kürbis, an den ich nicht rankomme. Oh. Doch. Das heißt, interessant, es hätte eine andere wie auch rangekommen. Aha! Naja, was soll's. So, ich würde mal sagen, da kann ich eigentlich hier ideal Schnitt machen. Ich habe zwar nicht so viel erreicht, aber dennoch war es sehr interessant. Ich habe zumindest auf eigenen Eindruck geschafft, hier reinzukommen. Das finde ich toll. Toll. Entschuldigung. So, liebe Leute. In diesem Part haben wir Folgendes erreicht. Wir haben Stockholm betreten. Wir haben ein bisschen... Sagen wir so, wir haben arg neue Gedenken, neue Sachen zu grübeln gegeben und uns wahrscheinlich auch. Rausgefunden, dass mein Limbo ein bisschen das Arg steht. Und ja, und Shadowlord hat mal wieder für euch den Ich stehe auf dem Schlauch-Song gesungen. Hoffentlich gewöhnt euch nicht zu sehr daran. Oder ihr erwartet das. Ich hoffe mal nicht. Weil ich habe keinen Bock, das immer wieder zu singen. Na gut, wenn ich auf dem Schlauch stehe, schon. Aber ich habe keinen Bock, extra auf dem Schlauch zu stehen, nur damit ihr zu singen könnt. Okay, zurück zum Eigentlichen. So, liebe Leute, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns dann bei meinen nächsten Let's Plays, wenn ihr wollt. Macht's gut!